Hallo, ihr gequälten Seelchen. Willkommen zurück bei The Medium. So. Wir können jetzt endlich diese verfluchte Zange erreichen. Bolzenschneider. Eine Zange, Bolzenschneider. Ich hoffe mal, dass der Dude nicht nochmal auftaucht jetzt. Habe ich irgendwas vergessen? Der Weg in dieser Welt ist ja jetzt frei. Will you just let me pick you up already? Achso, ich muss einen anderen Weg finden, beziehungsweise einen anderen Spiegel. Na, guck an, wie praktisch das hier einer ist. Zum Warper. So, was haben wir hier? Einen weiteren Zettel. Oh, es ist warm heute, ey. Hier richtig am Stock. Das wird ja wahrscheinlich meine letzte Folge sein, die ich heute aufnehme. Ich habe jetzt, glaube ich, schon 4 Stunden am Stück aufgenommen. Reicht dann auch erstmal. Mr. Rikovic ist vernünftig, um es milde auszudrücken. Ich bin Krankenschwester, kein Kindermädchen. Ich verstehe, dass er jemanden braucht, der auf sie aufpasst. Aber ich habe so schon alle Hände voll zu tun. Selbst wenn ich all meine anderen Pflichten vernachlässige, ist da immer noch... der arme Mr. Tarkovic. Spreche ich das richtig aus? Tarkovski? Ski? Tarkovski? Tarkovski? Tarkovski. Um den ich mich kümmern muss. Ich versuche trotzdem mein Bestes zu geben. Zumindest ist das Mädchen ruhig und zieht sich zurück. Sie redet gerne mit ihren imaginären Freunden, aber das ist für jemanden in ihrem Alter wohl ganz normal. Manchmal höre ich, wie sie ganze Gespräche führt und ich könnte schwören, dass es sich anhört, als würden sich 2 Menschen unterhalten. Sie ist wirklich begabt. Ich schätze, das liegt in der Familie. Ob sie dieses kleine Mädchen meint, also hier in der Anderswelt Furcht genannt? Erste Furcht, oder? Und direkt wieder vergessen. Fucking finally. Fucking finally. Time to get back to the day room. Good. Gut, hol den Bolzenschneider, tue dies, tue das. Für die Tagesstätte. Ah, hier kommen wir durch. This place. This is where it started. Da. Hallo mein Liebling, deine Lieblingskrankenschwester oder Lieblingsschwester ist da. Bist du da? Ist noch etwas für dich übrig? Von dir übrig? Ich hoffe es. Denn ich will, dass du es fühlst. Alles. What? The nurse. It got to her first. Why? Das ist das Mysterium, das es wahrscheinlich aufzuklären gilt. Was hat es mit dieser Schwester auf sich? I'd never felt darkness like that before. That thing had been there. It was where it made its first kill. Where it tasted death. And liked it. Das Ding, was uns erfreut, meint sie? Ob das die Krankenschwester ist? Die sich manifestiert in der Anderswelt als Monster? I don't really know. So, jetzt können wir diese Tür endlich öffnen. So worth it. I love you, bolt cutters. Irgendwie freigeschaltet, Phantom. War die Tagesstätte unten? Ich glaube ja, ne?
Ah, das hier geht da jetzt auch auf. Kinda sounds like a spy name. Cutters. Bolt Cutters. Ach, das ist der Raum mit dem Spiegel. Okay. Or a movie star. Like in a movie you don't use your real name for. Yeah. Spy name it is. Wie komme ich denn jetzt nochmal dahin? Ach so, ich muss komplett zurück, ne? Halt. Hier die Tür. What? Ach nee, warte mal. Ich habe doch hier die verschlossene Tür. Die kann ich doch jetzt mit dem Bolzenschneider öffnen. Hier auf der anderen Seite des Spiegels. Da ging es doch auch in dieses Schwimmbad. Warte mal, wo war die Tür? Hier, ne? Ja. Genau. Glock. 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 Okay, Marianne. Let's see what Sadie's Trauma. Me to see. I hope she's all right. I hope so too. Hm? Ein Zettel, den ich vergessen habe. Ich sehe ihn ständig in meinen Träumen, den anderen Ort. Staub und Tod. Soweit das Auge reicht. Das Gefühl der Leere, das meine Seele zerreißt. Ich wache auf und bekomme keine Luft. Der Staub brennt in meiner Lunge. Ich flehe, dass es aufhört. Er sagt, dass man nichts machen kann. Aber das muss er wohl sagen, nicht wahr? Wer ist er? Monster? Oder wer ist gemeint? So. Auf geht's. Oh, fünfmal. Here we go. Let's go. Don't tell them. It's okay. You don't have to tell me.
But you should still come with me so that I can keep you safe. No, no, Marianne. Is that no, never again. Why did you bring me here? It was then I realized there was something she wanted me to see. With my own eyes. Aber was will sie uns zeigen? Und wohin führt uns das? Hier ist wieder eine Wand aus Fleisch. Schnibbidi schnipp. Wie es rumwabbelt. Richard? Are you there? Okay, wir können das wieder zusammensetzen. Meintest du nicht, dass er einen Helm... Was? Was ist mit seiner Familie? Richard hat keine Familie. Oh, der arme Mann, als wäre er an einem anderen Ort. Wir standen uns so nah, weißt du? Ich meine... Ja. Alles klar, ich kümmere mich um ihn. Text ist so schnell. Er war in den Rollstuhl gefesselt. Vielleicht war er auch dann geistig schon ziemlich kaputt. Möglicherweise. Mit dem Bolzenschneider kann ich hier nicht viel ausrichten. Was haben wir denn hier? A sheet of music. Well, at least part of it. Hm. Okay. Dann fehlt uns auch noch die andere Hälfte. Hier ist noch was. Ich weiß noch, als ich ihn zum ersten Mal getroffen habe. Ein einfacher Fabrikarbeiter. Noch mehr Junge als Mann. Mit seinen großen Augen hat er ständig über die Schulter geblickt, wie ein beängstigtes Tier. Seine Eltern sind im Warschauer Aufstand ums Leben gekommen. Von dem, was er in den folgenden Jahren durchgemacht hatte, wollte er nicht sprechen. Ich habe ihn auch nie gedrängt. Aber bald war klar, dass er sonst niemand auf der Welt hatte. Es war... sofort eindeutig, dass er trotz seiner jungen Jahre Dinge gesehen hatte, die niemand in seinem Alter sehen sollte. Ich wusste sofort, dass er etwas Besonderes war. Geht's um Richard? Könnte ich mir gut vorstellen. Hier ist noch so ein Brick in the Wall, aber da komme ich nicht durch, aus Gründen. Aber hier ist noch was. Kommt her, Kinder. Ich möchte, dass ihr Liliane kennenlernt. Sie nimmt ab jetzt an unserem... Was? Warum darf ich mit meinen Freunden spielen, Onkel Richard? Nicht mit meinen Freunden spielen. Deine Freunde? Oh, Liliane, ich habe deinem Vater versprochen, dass du etwas Zeit mit den anderen Kindern verbringst. Friends, huh? Vergeudetes Potenzial. Ich habe ein paar Jahre damit verbracht, ihn in die richtige Richtung zu lenken. Versucht, ihn dazu zu bringen, sein Potenzial zu erkennen. Er weigerte sich immer wieder und behauptete,
dass er kein Maler sei und dass er unsere kleinen Treffen eher als Therapie, als künstlerischen Ausdruck betrachtete. Irgendwann hatte ich ihn dann soweit. Er willigte ein, sich bei der Universität anzuschreiben, aber nur unter der Bedingung, das Fach selbst aussuchen zu können. Und so begann sein Werdegang als Architekt. Zuerst war ich eher skeptisch, weil ich dachte, dass er wahre Größe zugunsten großer Kompetenz aufgibt. Aber tief in meinem Innern war ich wohl froh, die Person gewesen zu sein, die seine Visionen zum Leben erweckt hat. Und dann hat er sie getroffen. Unsere Malsitzungen wurden immer seltener, brachte meine Hilfe im Umgang mit seinen inneren Dämonen nicht mehr. Brauchte keine Hilfe mehr. Das heißt, er hat sich davon befreit. Wo kommt das her? Hier kann ich auch durch. This place is packed with memories. Bad ones. Guilt. Humiliation. Rage. Es wurde zu einer Gewohnheit von uns. Wir setzten uns mit dem Skizzenbuch hin und dann schloss er die Augen und begann zu reden. Er beschrieb all die Dinge, die er von seinem geistigen Auge sah, vom Grauen und der Schönheit der Welt jenseits unserer eigenen. Was als unschuldige Fantasieübung begann, wurde zu einer bodenlosen Quelle der Inspiration. Meine Hand konnte nicht ruhen und ich zeichnete wie besessen, während er das Unbeschreibliche beschrieb. Eine Zeit lang fragte ich mich, warum er so darauf versessen war, seine Vision mit mir zu teilen. Sie scheinen ihn zu belasten, eine Quelle starken Schmerzes und großer Verzweiflung zu sein. Aber schließlich verstand ich es. Er wollte sie mit jemandem teilen, der sie als eine Quelle der Schönheit verstand und nicht als Wahnsinn. Also wenn es um Richard geht, dann hat er also Visionen, vielleicht sogar von der anderen Welt. Oder vielleicht konnte er auch in die andere Welt sehen, so wie wir. Oder sich darin sogar bewegen. Ein Globus. Zitiere dich auf die Geisterwelt. There's a sense of loneliness coming from it. It feels incomplete. Der Globus also. Okay, wenn da noch was fehlt, muss ich das finden. Die Frage ist, wo? Ich komme hier nicht durch diesen Schwarm, weil ich habe keine Energie. Und hier fehlt mir halt ein Schlüssel. Quelle Inspiration. Thomas, ich war immer erstaunt über die Komplexität seiner Vorstellungskraft. Fasziniert von der surrealen Traumlandschaften, die sein Geist webt. Die Art, wie er sie beschrieben hat, in den kleinsten Details. Es war, als hätte er tatsächlich alles miterlebt. Als ob etwas oder jemand einen Schleier beiseite zog und ihm einen Blick über den Rand unserer Realität hinaus erlaubte. Ein Engel? Ein Dämon? Gibt es da wirklich einen Unterschied? Für mich spielte das keine Rolle. Seine Visionen wurden auf meiner Leinwand lebendig. Manche würden sagen, ich habe den Jungen benutzt, um meine schwindenden Kreativität anzuregen. Aber wie hätte ich das nicht können? Diese einzigartige Perspektive, diesen unendlichen Quell der Inspiration ungenutzt lassen? Das wäre eine unverzeihliche Sünde. Okay, ich muss irgendwas finden, womit ich durch diese Fliegen, whatever, da durchkomme. Da ist das andere Teil des Notenblatts. Ein Teil fehlt noch. Aber ich habe schon alles abgesucht hier. Das habe ich mir schon angesehen.
dem Tisch ist halt auch nichts weiter. What? Ich darf nie weiter zurück. Schade. Ich wollte mal sehen, wie das andere Farbschema in dieses hier übergeht, weil jetzt ist es unten nämlich so ein bisschen grünlich. Vorher war es ja immer so ein bisschen orange. Weil das Farbschema hat sich gewechselt. Und jetzt sieht ja auch alles irgendwie so ein bisschen eher fleischig und gruselig und blah aus. Ja, wie kriege ich das auf? Wie ich jetzt in der anderen Welt, in der Anderswelt zu materialisieren und da durchzulaufen, macht, glaube ich, wenig Sinn. Weil ich keine Energie habe, um durch den Schwarm zu kommen. Wahrscheinlich erzeugt das hier Energie, damit ich weiter kann, aber wo ist das fehlende... Das fehlende Dingsi? Hier leuchtet was auf, warte mal. Was ist das? Warum kann ich damit nicht interagieren? Ich verstehe nicht, warum ich das nicht benutzen kann, oder? Doof das. Gehe ich nicht. Weil im oberen Bildschirmabteil, da ist halt dieser Schleier, da kann ich nichts erkennen. Und unten sehe ich halt einfach nur einen weißen Punkt, aber ich kann nichts machen. Kann damit nicht interagieren und ansonsten ist hier nichts. Ich bin gerade so ein bisschen lost. Mit der Sicht sehe ich halt auch nichts weiter, was mich weiterbringt irgendwie. Ja, der Bolzenschneider wird dir nichts bringen und das Blatt Papier auch nicht. Vielleicht gehe ich nochmal mit der Einsicht hier durch, vielleicht finde ich noch irgendwas, was ich vergessen habe. Vielleicht liegt in diesem Gang hier noch was rum. Mal gucken. Ich erkenne aber nichts. Nee. Weder oben noch unten sehe ich irgendwas. Was? Einblickend. Trophäe erhalten. Wahrscheinlich, weil ich Einsicht irgendwie ganz viel benutzt habe. Was soll noch hier sein? I don't get it. Weil in der normalen Welt könnte ich da durch, kein Problem, aber hier nicht. Vielleicht muss ich mich nochmal lösen, um hier nochmal irgendwas zu finden. Ach, hier kann ich durch. Stimmt. Oh, ich bin dumm. Das habe ich, daran habe ich nicht gedacht. Das ist das für den Globus. Okay. Und hier ist noch was. Weil dazu muss ich erst den anderen Part finden in der anderen Welt. Ja. Und der Globus gibt bestimmt irgendwas frei.
Es ist ein Rätsel. Soll ein Gesicht sein. Können wir hier raus. Nice. Und jetzt können wir hier rein. Und da ist Energie. Ah, shit. Mir fehlt noch ein Teil des Notenblatts. Aber wo soll das sein? Vielleicht finde ich das ja hier. Hier müssen wir erstmal wieder schneiden. Ah, okay, das führt mich jetzt wieder hier hin. Der Schlüssel. Aha. Nummer 7. Und ein Bild. Aber damit kann ich nicht interagieren, leider. Okay, wenn wir das Notenblatt komplett haben, was wahrscheinlich auf der anderen Seite der Tür ist, beziehungsweise hinter der Tür, dann kann ich Energie absorbieren und dann kommen wir weiter. Komm schon, Richard. Du warst immer da, als ich dich gebraucht habe. Ich möchte mich dafür revanchieren. Ich weiß, Thomas. Was ist mit meiner Arbeit? Die Universität. Richard, ich weiß, dass sie dich rausgeworfen haben. Du bist wohl endlich bei der richtigen Leuten auf... Was? Aufgedeckt? Bleib bei uns, alter Freund. Tu es für mich, für sie. So, he brought him here. Richard war Arzt. Und es waren sie Ziermesser. That should be all the pieces of the score now. Yeah. Als er sich verlobt hatte, haben wir uns eine Zeit lang auseinandergelebt. Wenn ich so darüber nachdenke, war ich wohl eifersüchtig. Ich hatte ihn nicht mehr ganz für mich allein. Mit der Zeit gewöhnte ich mich aber an sie. Sie fiel mit ihrer Schönheit und mit ihrem Intellekt auf. Irgendwann akzeptierte ich, dass er das wahre Glück gefunden hatte. Die wahre Liebe. Stark und rein. So rein, wie sie nur sein kann, denke ich. Ich wurde jedenfalls nicht länger gebraucht. Als das Projekt begann, das letztendlich unter dem Namen Neva bekannt werden sollte, zog ich alle Fäden, um ihm das zu geben, was er wollte. Obwohl ich wusste, dass es einen noch größeren Keil zwischen uns treiben würde, wollte ich das Beste für ihn. Er war so etwas wie der Sohn, den ich nie hatte. Ein paar letzte Worte wohl. Ey, was ist hier noch? Brille. Ah.
so hast du ihn also gefunden. Ja, er hat einfach da gelegen, er... Mr. Rikovic? Tut mir leid, das war ein Freund, ich brauche einen Moment. That's not true, Thomas. You thought he deserved it. Hat er das? Okay. Zeit, das Turmblatt zurückzubringen. Hier gibt es auch noch was zu rekonstruieren. Na? Das will nicht so richtig. Ich liebe diese Melodie, sie erinnert mich an meine Kindheit. Zumindest an die schönen Momente. Aber die schlechten Momente sind immer noch da, nicht wahr? Sind immer da. Du bist ein sehr schlaues Mädchen, Lily. Das weißt du, ja? Du bist etwas Besonderes. Her voice, is that sadness? Lily heißt sie also. Okay, dann wollen wir mal. Okay, wir sind weiter unten. Guck mal, da draußen bewegt sich eine Hand. Da war noch eine alte. Sieht aus. Heftig. Okay, was haben wir denn hier? Ein Bild. Onkel Richard, meine Arme werden ganz müde. Du malst mich ja jetzt seit Stunden. Fast fertig, weißt du, Lily, du erinnerst mich an jemanden. An ein Mädchen, das ich kannte, als ich sehr jung war. Hast du sie geliebt? Ja, es war eine junge, unschuldige Liebe, ganz ohne die Grausamkeit des Erwachsenenlebens. Richard. I'm getting a weird vibe from him. There's grief, sorrow, and something else. Ich hab so den üblen Gedanken, dass er sie missbraucht und vielleicht sogar getötet hat. Aber... Folgen wir mal der Spur. Hier ist gerade was aufgetaucht, da. Hier ist noch was. Hier schwebt ganz viel rum. Da. Du bist nicht ein wenig zu alt, mit Puppen zu spielen? Hier, das habe ich für dich gekauft. Oh, eine Schleife. Sie ist wunderschön. Vielen Dank, Onkel Richard. Hier, lass mich. Oder wie war es, wenn du es... Wie wäre es, wenn du es selbst machst? Was ist das? Es ist, wie etwas in ihm stirrt. Das klingt falsch. Okay, hier ist noch was. Die Schleife. Nein, ich wollte doch nicht. Oh Gott, was habe ich getan? It feels cold. What have you done? Ich auch gerne. Irgendwas Schreckliches. Na, nie.
I'd never felt anything so desperate. It was calling out to me. It wanted to show me something. What? Yes, I know. No, I need to be sure. There's gotta be something around here. Wait. You want what? Fuck! Tell me what you see. Come on. Come on. Yes. I can feel it. Okay. It's around here. Somewhere. Oh, well, that's real fucking specific. Hey, I'm trying to help here. You know, sometimes I wonder. Well, it doesn't make it easier when you keep me in the dark for so long. Oh, Christ. Thanks for that, by the way. Hell of a way to treat your soulmate. God damn it! There's nothing here! There is. Really? I'm never wrong about these things. You know that. Well, screw this. I should have known better than to listen to you. Wait. What? There. There. Where? What? Building tension? Grab the fucking thing! Would you shut up? He's obsessed. What is he? What have I done? We couldn't have known. I let him into my home. He was like a father to me.
Fucking bastard! Who could he? I told you we couldn't trust anyone but ourselves. Keep it together. Think. What do we do now? We wait. And when he comes back? Oh, just... Whoa, easy, Tiger. Remember what's at stake here. Just let me do what I do. You better do it fast. Because if you don't, I will kill him. Thomas, I wasn't expecting you. Is everything all right, my friend? Did you do it, friend? Did I? What? My daughter. My 13-year-old daughter. I entrusted her to you. Thomas... Did you do it? I don't. I found the sketchbook. Forced myself to look through it. Cover to cover. Every single fucking page! Tell me you didn't hurt her. Thomas, please. Tell me I'm wrong, Richard. Tell me, and I'll let you go. It wasn't me. Thomas, you have to understand. There's a sting inside of me. Shut up. You have to believe me. I wanted to die. I'll make it quick. Thomas, I'm so... sorry. She's my daughter! I never wanted any of this. I should never have come here. But you did. Knowing she's here. Knowing what she means to me. Thomas, I swear. I'll go away. You'll never... Wait. But you... No. Let me out! Let me out! Let me in! Freie Richard von seinen Dämonen. The fuck? Wir sind jetzt quasi in die Psyche von Richard eingedrungen mit Thomas. Richard hat Thomas, seine Tochter, höchstwahrscheinlich Lily, ermordet. Vielleicht auch sie missbraucht, keine Ahnung. Das wird aus dem Gespräch nicht irgendwie klar, aber vielleicht möglich wäre es. Heftig, Alter. Geht echt so ein bisschen an die Substanz, deswegen, und wir sind schon bei 45 Minuten, deswegen machen wir hier erstmal an der Stelle Schluss, das war echt ein guter Abschluss für die Folge. Und in der nächsten Folge geht es weiter, dann spielen wir mit Thomas und sind in der Anderswelt und er hat
auch die Fähigkeiten, die wir haben, wie es aussieht. Also er ist auch ein Medium. Und mal sehen, was wir hier mit Richard erleben werden und ob wir mit Thomas erleben werden und ob wir Richards an den Dämonen austreiben können. So, also macht es gut, bis zum nächsten Mal bei The Medium.